Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, am 2. Juni ist Walter Lübcke hinterrücks hingerichtet worden. Es ist ein Mensch gestorben und deshalb gilt unsere Anteilnahme der Familie, den Freunden, den Hinterbliebenen. Mit ihm ist auch ein Regierungspräsident ermordet worden, ein Repräsentant unseres Staates, der für die Werte unseres Staates eingestanden ist. Und damit haben wir auch einen Angriff auf die freiheitlich-demokratische Grundordnung, auf die freiheitliche Gesellschaft. Und deshalb müssen wir in Fortsetzung auch des Kampfes gegen rechtsextreme Gewalt auch an dieser Stelle sagen, wir schulden der Familie, den Hinterbliebenen und auch uns selbst alles dafür zu tun, dass die Umstände der Tat rückhaltlos aufgeklärt werden. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe wirklich den Eindruck, dass das ohne jede Einschränkung passiert. So wie sich die Sicherheitsbehörden in unserem Land in diesen Tagen engagieren und nachweisbare Erfolge haben, zeigt es, dass wir gut aufgestellte Sicherheitsbehörden haben, die auch diesen gewaltigen Herausforderungen gewachsen sind. Und liebe Frau Renner, ich möchte Ihnen an dieser Stelle eines sagen. Sie haben hier in den Gremien des Deutschen Bundestages und auch öffentlich und gerade vorhin wieder gesagt, dass die Sicherheitsbehörden, dass die ermittelnden Stellen vorschnell davon ausgingen, dass es hier um einen Einzeltäter handeln würde. Sie sind vielfach und von vielen gefragt worden, sagen Sie uns mal, wer hat so etwas gesagt? Und dann müssen Sie sich das x-te Mal entgegenhalten lassen, niemand, aber insbesondere nicht die für Sicherheit Verantwortlichen in unserem Land haben behauptet, dass es hier um einen Einzeltäter geht. Das wird das Ergebnis von Ermittlungen sein. Und das sollten Sie in dieser Stunde auch respektieren. Und was ich an der Stelle auch sagen möchte, es ist verschiedentlich angeklungen, jetzt ist die Zeit der Ermittlungen. Die Ergebnisse müssen ausgewertet werden. Und es gibt keinen Anfangspunkt von Extremismus und auch keinen Endpunkt von Extremismus, sondern den Kampf gegen Extremismus und Terrorismus müssen wir jeden Tag verbessern, um die Sicherheit in unserem Land zu erhöhen und die Widerstandsfähigkeit unserer Demokratie zu stärken. Und das bedeutet, natürlich hatten wir auch in der Vergangenheit rechtsextremistische und terroristische Anschläge und Attentate. Das ist benannt worden. Hier so zu tun, als hätte man daraus nicht gelernt, ist doch wirklich grob falsch und ehrenrührig. Der NSU-Untersuchungsausschuss hier im Deutschen Bundestag hat 47 Empfehlungen abgegeben, von denen ein Großteil abgearbeitet ist. Ein wesentlicher Fehler oder wesentlicher Mangel damals war ohne Zweifel, dass die Sicherheitsbehörden nicht wirklich gut zusammengearbeitet haben. Darauf ist reagiert worden mit der Einrichtung eines gemeinsamen Extremismus- und Terrorabwehrzentrums rechts, mit einer gemeinsamen Beobachtung von Internetaktivitäten und vielem anderen mehr. Wir sind auf einem Weg und wir müssen besser werden. Und diese Debatte darf man durchaus auch in einer solchen Stunde führen. Das ist nicht, dass man etwas aus der Mottenkiste holt. Aber diese Aufgaben werden wir nur erledigen, indem wir mehr Personal zur Verfügung stellen. Der Bundesminister ist darauf eingegangen. Und die Ankündigung, Herr Bundesminister, dass Sie bis zum Jahr 2025 11.000 zusätzliche Stellen bei Polizei und Sicherheitsbehörden möchten, das unterstützen wir ausdrücklich und möchten hier auch die notwendigen Voraussetzungen schaffen. Zweitens, natürlich brauchen Sicherheitsbehörden auch die notwendigen Instrumentarien. Und da geht es nicht um die Einschränkung von Freiheitsrechten, wie hier vereinzelt suggeriert worden ist, sondern geht es schlicht darum, dass man die Möglichkeiten, die es in der analogen Welt gibt, auf die digitale Welt überträgt. Es ist doch etwas zur Kenntnis zu nehmen. Es geht nicht nur um Vereine und Kameradschaften. Vieles passiert in verdeckten Foren und WhatsApp-Gruppen und darauf muss man reagieren. Deswegen brauchen wir die Online-Durchsuchung. Deswegen brauchen wir die Quellentelekommunikationsüberwachung. Wir brauchen sie gerade auch, um rechtsextremistische Gewalt zu bekämpfen. Und deshalb sollten wir uns diesen Themen annehmen, damit wir gute Lösungen bekommen. Und die letzte Bemerkung: Auch Datenschutz ist wichtig.
Und Grundrechte werden umgesetzt. Aber Datenschutz darf auch nicht zum Täterschutz werden. Und dieser konkrete Fall zeigt uns, dass es eben tatsächlich am Ende dazu führt, dass, wenn man Datenschutz übertreibt, letztlich Gewalttäter nicht haft werden kann und vor allen Dingen zu spät und deshalb Menschenleben gefährdet. Wir sollten es uns zumindest genau anschauen, welche Schlussfolgerungen wir daraus ziehen wollen. Herzlichen Dank. Der nächste Redner ist für die AfD-Fraktion der Kollege Martin Hess.